die Reihenfolge vertauscht. Aber ich würde doch gerne, Frau Bär, bevor Sie das Wort nehmen, ein paar Schlaglichter Ihrer sehr beeindruckenden Karriere dann hier nochmal in den Raum werfen. Sie sind promoviert, Sie sind habilitiert, Sie haben eine Ehrendoktorwürde, haben auch, wenn man nachguckt, weiß man das dann, die Magistra, Legum Magistra, also den englischen oder angelsächsischen Master of Law. Seit 2011 sind Sie Richterin des Bundesverfassungsgerichts im ersten Senat in Karlsruhe. Eine Professur für öffentliches Recht und Geschlechterstudien an der Humboldt-Universität zu Berlin gehört auch zu Ihrem biografischen Profil. Und Sie sind Cook Global Law Professor der University of Michigan Law School in den USA und haben dort die Ehrendoktorwürde bekommen. Sie unterrichteten regelmäßig, was für unseren Kontext nicht uninteressant ist, an der CEU in Budapest, also diese von der Soros-Stiftung finanzierte Universität, Central University Budapest, gegen die sich die Wut und vor allem auch die jüngsten politischen Initiativen von Viktor Orban richten. Sie waren Direktorin des Gender-Kompetenzzentrums zur Beratung der Bundesregierung, Sprecherin des Zentrums für Geschlechterstudien, Studiendekanin der juristischen Fakultät, Vizepräsidentin der Humboldt-Universität, Mitgründerin des Law and Society Institute in Berlin und einer Law-Klinik Grund- und Menschenrechte. Das fand ich ein besonders interessantes Projekt und empfehle allen, die nicht wissen, was das ist, ich wusste es nicht, als ich es das erste Mal las, nachzusehen. Die haben nämlich einen sehr, sehr spannenden Claim auch. Da kann dann die Fantasie sich dann mal ausmalen, was man da alles lernt und macht. Über das Recht, anders zu denken, haben Sie Ihren Beitrag, Ihre Keynote betitelt. So ein bisschen haben Sie uns vorab wissen lassen, worauf Sie eingehen werden. Dazu sage ich gar nichts mehr. Ihre Redezeit soll nicht weiter von mir hier beschnitten werden. Ich bitte Sie herzlich, ans Podium zu kommen und fahre schon mal das Pult hoch. Das war das für Sie. Ich glaube, es brauchen wir noch mehr. Gut. Guten Tag und herzlich willkommen und vielen Dank für diese ehrenvolle Einladung. Und Sie alle wissen das genauso gut wie ich, das sind ambivalente Erfahrungen. Das ist eine große Ehre, die mit einer hohen Erwartung einhergeht. Und das ist Stress und Arbeit und der Versuch, dieser Erwartung auch nur einigermaßen gerecht zu werden. Und als ich Ja gesagt habe, wusste ich weder, dass Sie mit einem europäischen Staatsakt konkurrieren, aber habe in einer, wie das Richtern und Richterinnen eigen ist, sorgsamen Abwägung entschieden, hierher zu kommen. Damit bin ich, glaube ich, auch nicht allein, sondern habe auch, als ich ja erst später so ein Stück weit erfuhr, worauf sich Ihr Nachmittag fokussieren würde, ein Stück weit umgestellt. Und das liegt auch daran, und das werde ich versuchen, mit Ihnen zu teilen, dass ich den Eindruck habe, Sie machen sich Sorgen, Sie machen sich zu Recht Sorgen und Sie sind damit überhaupt nicht allein. Und ich würde gerne versuchen, aus meiner Perspektive beizusteuern, an welchen Punkten, ich meine, man sich ganz besonders intensiv Sorgen machen muss. Aber es ist ja auch eine Keynote zu einem Jubiläum und zu großartigem Tun, also habe ich sozusagen vier kleine Tortenstücke mitgebracht. Das erste ist natürlich die Gratulation, die so ein bisschen unter dem Titel steht, Good Girls Revolt. Das tun Sie nie allein, das tun Sie bestenfalls auch mit den Mitteln des Rechts und da geht es mir ein Stück weit darum, den Unterschied zwischen Betteln und Rechtsansprüchen kenntlich zu machen. Die zweite Bemerkung wird sich eher dann auf die Sorgen konzentrieren. Und das fällt deshalb schwer, weil ich würde auch auf eine Art viel lieber eine lange Hymne auf Sie singen. Das haben Sie ja auch verdient und das wäre auch so nett für so einen Samstagnachmittag. Aber eben die Sorgen haben Sie formuliert und die Sorgen müssen uns umtreiben, weil die Verhältnisse schwierig sind. Sie sprechen von Auseinanderdriften, Sie sprechen von Scheitern. Und Sie sind damit nicht allein. Ungarn, Polen, Türkei, die USA, die EU als Gesamtkunstwerk, die Vereinten Nationen, all diese sozusagen, Phänomene, Konstrukte, Erfindungen, Errungenschaften, würde ich sagen, geben Grund zu deutlich erhöhter Aufmerksamkeit. Naturgemäß, vielleicht auch erwartungsgemäß, werde ich ein Stück weit auf die rechtsstaatlichen Komponenten dieser Entwicklung versuchen einzugehen. Und dann in der dritten Bemerkung mich der Gleichberechtigung zuwenden, auch das haben Sie sozusagen vorgeframed
und versuchen, weil das meiste dazu Viviane Reding sagen kann, aus sozusagen mitgestaltendem und berufenem Munde, versuchen dazu beizutragen, was aus meiner Perspektive einer grundrechtlichen und menschenrechtlichen und eben wieder auf den Rechtsstaat und den Verfassungsstaat setzenden Perspektive da wichtig ist. Die Frage, die mich da leitet, ist, wie reagieren wir am besten auf den meines Erachtens schärferen und kühleren Gegenwind, der uns in der Frage ereilt. Und schließlich die Pressefreiheit. Da habe ich sehr lange nachdenken müssen über den Zusammenhang, aber dann war das natürlich auch klar. Auch da gibt es Sorgen und Herausforderungen, auch da gibt es klare Zusammenhänge. Pressefreiheit, Gleichberechtigung und ein funktionierender demokratischer Verfassungsstaat sind untrennbar miteinander verknüpft. Und diese Verknüpfung, glaube ich, muss immer wieder erklärt, aber eben auch verteidigt werden. Also 4 Bemerkungen. Und die erste, die Gratulation. Die Gratulation zur Entscheidung, sich aufzulehnen. Good Girls Revolt, das ist die TV-Serie über die 46 Frauen bei Newsweek, die irgendwann entschieden, dass das nicht mehr witzig ist, mit dem nicht zur Hauptbesprechung zugelassen zu werden, zu recherchieren, aber nie schreiben zu können, jedenfalls den Namen nicht runterzufinden, irgendwie auch die Ahnung, wirklich zu wenig Geld zu verdienen, jedenfalls zu wenig verdienen ja alle subjektiv. Also, aber im Vergleich mit den männlichen Kollegen deutlich weniger. Das war not amusing anymore. Und die damals sogenannten Career Girls entschieden, von den Gesprächen, der Bitte um Verständnis, dem sie könnten doch aber mal, es würde doch wirklich und es wäre doch auch fair, umzusteigen auf Rechtsschutz. Formale Beschwerde bei der damaligen IOC, also der zuständigen Behörde, Rechtsschutz, weil sie irgendwann verstanden hatten, dass das, was irgendwie nervig, anstrengend, belästigend, auch unproduktiv und unprofessionell ist und auch langweilig, weil zu homogen, nicht nur eben all das ist, nervig, lästig, unproduktiv, homogen, langweilig, sondern auch illegal. Und dieser Sprung von nervt, nicht schön, finde ich nicht okay, zu illegal ist ein fulminanter Sprung, der nicht immer Erfolg garantiert. Das ist auch klar. Der aber zum Beispiel das ausmacht, was die EU prägt als Rechtsgemeinschaft und was den demokratischen Verfassungsstaat ausmacht als eben Rechtsschutz gewährende, tatsächlich gewährende Gemeinschaft und worum es, glaube ich, im Umgang mit den Sorgen deutlich gehen muss. Also dieser Sprung von Bettelei zu Rechtsdurchsetzung, zu Anspruch. Und da gibt es ja ganz viele Geschichten. Der Presse konnte man entnehmen, dass eine Serie oder zumindest ein Film über Ingrid Kolb geplant ist, relevant. Dass vor Arbeitsgerichten eine Redakteurin des ZDF bekanntlich Lohnrückstände einklagt, also gegen Lohndiskriminierung vorgeht. Und dass das Muster, am Anfang ist man nett, dann insistiert man mal ein bisschen, dann ist man wirklich nicht mehr amüsiert, dann lacht man auch nicht mehr über den 35. blöden Witz, dann probt man den Aufstand und dann schaltet man irgendwann um auf, jetzt reicht's, es ist illegal und jetzt wehre ich mich. Dass dieses Muster sich vielfach findet. Und ich gratuliere Ihnen dazu, dass Sie, glaube ich, so meine Außenwahrnehmung, ein Verband sind, der das fördert, der den Mut dazu gibt, der, was wir Mobilisierung von Recht nennen, mit ermöglicht, darin bestärkt, weil das keine Einzelheldinnen sind, die sich sowas überlegen, sondern eben die Good Girls, those who revolted, 46 Frauen waren bei Newsweek, in allen anderen Fällen immer mehr Kolleginnen und Kollegen dahinterstehen, Kolleginnen vor allen Dingen, die sagen, nee, du bist nicht blöd, nee, du bist nicht allein, du darfst das, das ist nicht zickig, sondern das ist dein Recht. Das ist extrem wichtig und aus meiner juristischen Perspektive ist der Journalistinnenbund ein Verband, der das fördert und macht. Entscheidend aber eben die Differenz zwischen nervt und Anspruch. Darauf habe ich ein Recht. Die Gratulation also dazu, hoffentlich beides zu nutzen, wenn es denn anliegt, für mehr Gleichberechtigung einzutreten. Und das heißt dann auch, glaube ich, für besseren Journalismus, für Berichte über die ganze Welt und nicht nur die partikulare Perspektive auf sie, für Berichte aus diversen Perspektiven und nicht nur den einen Blick auf die Verhältnisse. Schon hier sei angedeutet, dass mir wichtig ist, Gleichberechtigung nicht als Sondernummer zu verstehen und Gleichberechtigung nicht als Präsenzpolitik, sondern Gleichberechtigung als Beitrag zu etwas, was uns alle angeht, als Qualitätsfaktor, wenn Sie so wollen, als Erweiterung von Perspektiven, als Anerkennung von Diversität, gibt es viele Begriffe, aber dass es zu den Basics gehört, um die wir nicht nur in den Medien, sondern insgesamt streiten müssen.
Und jetzt hätte ich gerne so weitergemacht und Ihnen noch viel mehr erzählt, was Sie alles Tolles machen und wo Sie auch noch so hin können, so kleine mittelbare Appelle, das liegt irgendwie in der Natur der Sache und tue das auch und hätte das auch deswegen besonders gerne gemacht, weil ich natürlich zu den Profiteurinnen Ihrer Arbeit gehöre und das in mehrfacher Hinsicht. Ich bin darauf angewiesen, und das sage ich jetzt auch als Richterin des Bundesverfassungsgerichts, ich bin ganz existenziell darauf angewiesen, dass Sie das Schreiben, Drehen zu Gehör bringen, was Sie eben schreiben, drehen und zu Gehör bringen können. Ich kann nämlich mit relativ wenig Menschen sprechen über das, was mich in meinen Entscheidungen bewegt. Ich lese aber wahnsinnig viel Zeitung, höre Hörfunk, sehe Fernsehen etc. Ich bin darauf angewiesen, angestoßen zu werden, etwas zu überdenken, informiert zu werden, die Unterscheidung mitzukriegen zwischen News und Fake News, Stoff zu bekommen, über den ich nachdenken kann, der mich informiert, der mir einen Blick auf die Welt gibt, um dann verantwortlich in meiner Rolle entscheiden zu können. Aber ich brauche sie ganz dringend. Auch deswegen hätte die Hymne und die Fortsetzung der Hymne jetzt sehr nahe gelegen. Und manche von Ihnen wissen das. Ich jetzt in der Position als Richterin brauche sie in einer bestimmten sozusagen Spiegelung und in einem Informationsbedürfnis. Früher, so als junge, radikale Feministin, brauchte ich sie noch viel mehr. Und da sind einige im Raum, die mir damals eine Stimme gegeben haben, Voice, wo ich dann mal ins SFB-Studio gehen durfte, um da live zu sprechen. Und das war wichtig. Und der eine Teil ist, ich wäre, glaube ich, nicht Verfassungsrichterin, wenn nicht einige von Ihnen gesagt hätten, oh, na ja, vielleicht ist es nicht völliger Blödsinn, was die da erzählt. Und uns eine Plattform gegeben hätten. Auch das ist etwas, wofür ich mich bedanken wollen würde und wo ich Sie ermutigen würde, damit weiterzumachen. Das ist unverzichtbar, dass Sie Räume eröffnen für diese jungen, radikal Denkenden, Infragestellenden und so weiter und so fort. Aber die Hymne soll nicht sein. Die Sorgen. Die Dinge driften auseinander, die Dinge drohen zu scheitern. Was genau driftet da auseinander? Was exakt ist es, was da scheitert? Die Verhältnisse in den Medien? Sind es die, die Sie eigentlich bewegt haben, die Frage nach Gleichberechtigung und Pressefreiheit zu stellen? Die verfügbaren Zahlen sagen ja nach wie vor, von Ihnen gibt es etwa 40% aller hauptberuflichen Journalisten und Journalistinnen in Deutschland, also das ist der Gesamtfrauenanteil, 95% der Chefredaktionen von 100 Regionalzeitungen mit eigenem Mantelteil sind Männer, das wissen Sie auch. Die neuesten Zahlen der ARD sind da viel netter, aber sie weisen auch Führungspositionen 1 bis 3 und nicht nur 1 aus. Verhältnis ist 70 zu 30, im Printbereich schwankt er zwischen 85 zu 15. Die erste Zahl ist die Zahl, die tatsächlich den Männeranteil benennt, 85 zu 15 bei der FAZ bis 60 zu 40 bei der Zeit. Viel erreicht. Also ich will ja nicht zu kritisch sein, aber gleichberechtigte Verhältnisse sind das nicht. Dazu kommt, schlichte Präsenz ist nur ein Indikator für das, was uns im Hinblick auf Gleichberechtigung umtreiben muss. Diese schlichte Biopräsenz sagt etwas, aber sie sagt lang nicht alles. Der Europarat hat eine Studie vorgelegt, nach der 70% aller Journalistinnen über Erfahrungen sexueller Belästigung oder Übergriffe berichten und in der 53% Cyberbullying erlebt haben, was gezielt auch die Geschlechtlichkeit oder die sexuelle Identität zum Gegenstand hatte. Das sind keine guten Verhältnisse. Auch das Anlass zur Sorge. Und dazu kommt, dass wir hier nicht nur über eine Ungleichheit reden, sondern, da sagen ja die Gender Studies mit der Aufmerksamkeit für Mehrdimensionalität oder Intersektionalität, in den, ich nehme mal die ARD, bei der ARD alle so etwa um die 50 Jahre alt sind. Das ist nicht sehr divers. Unter 6% der hauptberuflich tätigen Journalisten und Journalistinnen schwerbehindert. Unter 6%. Das ist jetzt vielfaltsmäßig auch noch nicht so. Und 2008 jetzt insgesamt in der Zahl von 160.000 hauptberuflich tätigen Journalisten und Journalistinnen 200 Migrationshintergrund hatten. Das ist ernüchternd wenig. So dass man auch da sagen kann, ja, ja, viel erreicht und toll, feiern Sie 30 Jahre, super. Aber das reicht nicht. Und das ist alles Anlass zur Sorge, weil wie bei der Justiz die Akzeptanz dessen, was Sie tun und was ich tue, davon abhängt, ob sich Leute gesehen fühlen, ob wir was spiegeln, ob wir was repräsentieren können und ob wir eine Multiperspektivität in unsere Arbeit einbringen können, die auch erfahrungsbedingt ist. Und deswegen braucht es alles. Also keine so guten Zustände, Anlass zur Sorge. Der Clou ist jetzt, dass man erklären muss, warum das wichtig ist. Und vor 10 Jahren dachte ich ehrlich gesagt, dass ich das nicht mehr erklären muss. Sondern, dass wir irgendwie dahin kommen zu sagen, ja, wissen Sie, da fehlen Frauen, da fehlen auch noch ein paar andere und ist doch klar, oder?
Aber ich brauche neuerdings wieder sehr smarte, sehr kluge, sehr konsistente Argumente, um zu erklären, dass das Anlass zur Sorge ist übrigens und in den Medien wie auch in vielen anderen Bereichen. Warum ist das wichtig? Warum genau braucht es Gleichberechtigung? Die Formel allein genügt nicht mehr. Die Anrufung von Artikel 3 Grundgesetz oder Artikel 21 Grundrechtecharta oder wem auch immer genügt nicht mehr. Wir brauchen sehr smarte, sehr kluge, sehr konsistente Argumente, sehr differenzierten Sprachgebrauch, um da weiterzukommen. In den Medien würde mir einfallen, dass das Qualitätsargument für mich das Zwingende wäre. Die Studie des Europarats unter anderem, aber auch zwei weitere sagen, mein Lieblingsfaktor natürlich, Sportberichterstattung wird zu 90% von Männern und zu 90% über Männer gemacht. Ehrlich gesagt erschreckt mich das, weil ich in den Gender Studies gelernt habe, dass die Verhältnisse viel komplizierter sind als so simpel. Das ist ja langweilig simpel. In der Technikberichterstattung werden 80% aller Berichterstattungen von Männern zu 80% über Männer gemacht. Das finde ich noch langweiliger. In der Politik, im Politikjournalismus seien 70% der Beiträge von Männern verfasst worden und da schwankt die Quote so ein bisschen, aber im Kern sind unwichtigere Politiker immer noch präsenter als wichtige Politikerinnen. Das finde ich so grottenlangweilig, diese Zahl, und erschütternd ungleich. Also ein Qualitätsargument, was sich hier gut belegt und so weiter machen lässt. Machen wir uns zu Recht also Sorgen. Dann stellt sich natürlich die Frage, was tun in dem Bereich. Jetzt käme wieder die kurze Zwischenhymne. Pro Quote gibt es die Initiative All Male Panels, eine meiner Lieblingsinitiativen in der feministischen Aufmerksamkeitspolitik. Also die Aufforderung, dass immer dann, wenn Sie eine Ankündigung für eine Tagung, ein Panel oder ähnlich sehen, Sie das bitte posten, und zwar überall, wenn da zufällig wieder keine qualifizierte Frau um die Ecke kam. Und sich weigern, so wie zwei sehr prominente australische Journalisten, an einem solchen Panel noch mitzuwirken als Mann, und ihre männlichen Kollegen alle motivieren, das zu tun, um da nicht mehr mitzuwirken. Der Journalistinnenbund, natürlich breiter aufgestellt noch als pro Quote. Good Girls Revolt, alles wunderbar. Also es gibt Gegeninitiativen, aber trotzdem müssen wir uns in dem Bereich Sorgen machen. Das ist Ihnen alles bekannt. Die Sorgen erfassen natürlich auch nicht nur die Medien, sondern auch den Bereich der Erwerbsarbeit, wo die Sorgearbeit nach wie vor die unterbelichtete Kategorie und die nicht gewertschätzte Arbeit ist, wo Machtpositionen und Prekariat zutiefst geschlechtsspezifisch verteilt sind, wo anhaltende, teils sich verschärfende Ungleichheiten regelmäßig eben mehrdimensional weiter Gesellschaften prägen. Und jetzt kommt dazu und obendrauf, dass es auch im Gebälk knirscht. Eben nicht nur in der einzelsegmentierten Bereichsbetrachtung von Gesellschaft, sondern auch im großen Ganzen. Sie hatten das erwähnt. Die EU, und ich nenne nur die Sorgen, die mich primär dann umtreiben, Ungarn und Polen, was nicht mehr woanders ist, sondern Teil von uns, Ungarn und Polen, aber auch die Debatten, die dem Brexit vorausgingen, wo unter anderem eine der Kernrhetoriken neben der rassistisch-ausländerfeindlichen Linie war, dass man nicht von Judges regiert werden wolle, die als nicht legitimierte Akteure einfach so Entscheidungen fällten, die eine Zumutung seien. Eine der Entscheidungen europäischer Gerichte, und da wurde sehr oft der Gerichtshof in Straßburg mit dem in Luxemburg verwechselt, das ist vielleicht auch sehr anspruchsvolles Wissen, aber war trotzdem ein bisschen dramatisch. Eine der Entscheidungen, die dort besonders ärgerlich schien, war die Entscheidung, die Großbritannien, so wie die Russen übrigens, dazu zwingen würde, Menschen in Haft das Wahlrecht zu geben. Menschen in Haft das Wahlrecht zu geben. Wo genau liegt da die Zumutung? Und was verletzt da nationale Identität? Und was unterscheidet eine Debatte in England, in Großbritannien, von einer mittlerweile ziemlich offenkundigen Renitenz in Russland, solche Entscheidungen überhaupt nicht mehr ernsthaft zu akzeptieren? Das beunruhigt mich. Dass wir bei Dingen, die ich als Basics, da geht es noch nicht mal um Geschlecht, so komplizierte Dinge. Da geht es auch nicht um Sozialpolitik, so komplizierte Dinge und um angebliche Gewissensfragen, so komplizierte Dinge. Da geht es um was ganz geradlinig klassisches Rechtsstaatliches. Dass Menschen, die in Haft sind, ihre Menschenwürde nicht verlieren, sondern weiterdenkende Personen und Bürger mit einer Resozialisationschance und natürlich wählen konnten. Das war der Aufreger. Das beunruhigt mich. Weil wenn wir in Zeiten leben, wo das ein Grund ist, mit ein Grund ist, der populistisch zieht, um eine EU zu verlassen, dann leben wir unter sehr, sehr schwierigen Bedingungen. Das größere Europa des Europarats hat insofern auch ein Problem. Die Türkei, das ist auch nicht ganz woanders. Die gehören mit uns zusammen zum Europarat, zur NATO, zu den Vereinten Nationen etc. pp. Russland hatte ich erwähnt.
In der NATO schwierige Entwicklungen auf anderen Ebenen. In den Vereinten Nationen seit langem erhebliche Herausforderungen, irgendetwas, was ich als den Konsens nach 1945 begriff, nämlich Menschenrechtsbasics noch wirklich durchzusetzen. Eine seit langem bekannte Koalition zwischen Vatikanstaat und sehr, sehr vielen arabischen Staaten, stark muslimisch geprägten Staaten, aber nicht allein durch Mehrheiten des Islam, sondern durch eine ganz bestimmte ideologische Positionierung des Islam, die bekämpft haben und bekämpft haben und bekämpft haben und relativiert haben, was man dachte erreicht zu haben in den 80er Jahren. Nämlich, dass es Menschenrechte gibt, die zu den Basics gehören, auf die wir uns verständigen und der Rest wird diskutiert, aber nicht mehr das. Das wird wieder diskutiert. Das ist nicht ganz neu, aber damit will ich andeuten, EU, Europarat, UN, es knirscht überall im größeren Gebälk. Und das sind eben nicht nur Einzelfragen, die da umstritten sind, sondern Strukturfragen, auf die wir Antworten brauchen, Basics, die da in Frage stellen. Den Teil der Basics, die mich da beunruhigen, das macht es hoffentlich deutlich, der Teil ist der rechtsstaatliche Teil. Weil der Unterschied zwischen ich meckere und ich habe einen Rechtsanspruch, den ich durchsetzen kann, so fundamental ist. Und was hier in Rede steht, ist nicht eine politische Debatte über, wie hätten wir es denn gerne und unsere Vision und so weiter. Die soll und muss man haben. Sondern was hier in Rede steht, ist die Grundlage der Verabredung, die eben nach 1945 weltweit lautete. Eleanor Roosevelt mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, die europäischen Verfassungsstaaten, dann eben ganz fulminant die Europäische Union nochmal in der Grundrechtecharta bekräftigt, wir verabreden, dass bestimmte Dinge unhintergehbar stehen. Dass die demokratischen Verfassungsstaaten gleichberechtigt dem Frieden der Welt dienend die Menschenwürde achten und darum die unverletzlichen und unveräußerlichen Menschenrechte als eigenes anerkennen und als unhintergehbar setzen. Das ist fast der O-Ton der Präambel des deutschen Grundgesetzes. Ich hätte den EU-Vertrag zitieren können, ich hätte die Grundrechtecharta zitieren können, ich hätte die ganzen vielen nationalen Verfassungen zitieren können, die nach 1945 gemacht worden sind. Und die stehen ein Stück weit, sagen wir mal, unter Druck. Oder, um Simone Weil zu zitieren, das ist ja mehr als angemessen, die immer gesagt hat, die zwei Pfeiler, auf denen Europa ruht, sind Erinnerung und Demokratie. Und dann betont er, dass zur Demokratie die Menschenrechte gehören, die sie am liebsten in einer europäischen Verfassung verankert gesehen hätte, die Menschenrechte gehören, weil es etwas geben muss, was dem politischen Gezänk entzogen wird. Weil es etwas geben muss, was wir als Basics betrachten, wo man über den Rest dann streiten darf, aber über das nicht mehr. Und mein Eindruck ist, das, was da so zu den Basics gehörte, das steht unter Druck und das macht mir die größten Sorgen, jenseits der Gleichstellungssorgen, der sonstigen Sorgen, all dieser Sorgen. So, und jetzt kommt natürlich die entscheidende Frage, was genau gehört denn bei Gleichberechtigung zu den Basics und was ist denn verhandelbar? Wenn ich jetzt das Plädoyer dafür halte, sich zurückzuerinnern, worauf wir uns nach 1945 geeinigt haben. Wir heißt jetzt das größere Europa, ein großer Teil der nicht nur westlichen Welt. Und sage, es muss etwas geben, was unhintergehbar ist, was unter anderem ich als Verfassungsrichterin, dafür habe ich meinen Eid geleitet, als Gehalt der Verfassung verteidigen würde. Aber es muss gleichzeitig etwas geben, was die Demokratie ausmacht, was politisch verhandelbar ist, wo es Präferenzen geben darf und auch Unterschiede und auch Streit geben muss. Was ist das bei der Gleichberechtigung? Und da liegt ein ernsthaftes Problem. Und ich kann Ihnen keine Antwort auf diese Frage liefern, sondern ich will auf das Problem hinweisen, weil ich glaube, dass wir alle in unseren unterschiedlichen Rollen dazu aufgerufen sind, dieses Problem sehr offensiv anzugehen und zu unterscheiden zwischen dem, wo wir keinen Spaß mehr verstehen, wo es nicht mehr just a stupid joke ist und dem, wo es aufhört, lustig zu sein, wo es wirklich um die Grundlagen geht. Und das ist beim Thema Gleichberechtigung, finde ich persönlich, gar nicht so leicht. Und ja, es läge jetzt nahe, über den gestrigen Tag und die Abstimmung im Deutschen Bundestag zu reden und sich die Frage zu stellen, war das eine individuell moralische Gewissensentscheidung, die da zu fällen war? Oder war das eine basale Menschenrechtsfrage, die da zu klären war? Das macht einen Unterschied. Da ich vermutlich über diese Frage nochmal nachdenken muss, sage ich dazu nichts. Bei der Gleichberechtigung aber
haben wir die für die Medienwelt mit ein paar Zahlen unterlegten Verhältnisse und die Verhältnisse in anderen Teilen, die Sie kennen. Wir haben den Gleichstellungsbericht der Bundesregierung, wo es nach wie vor langweilig heißt, Frauen arbeiten mehr, verdienen weniger, leiden unter Altersarmut. Wir haben den OECD-Bericht im Vergleich, der sagt, Deutschland ist erschreckend patriarchal und es hat sich leider doch sehr wenig geändert. Der männliche Haupt- oder Primärarbeitnehmer ist nach wie, und Alleinverdiener ist nach wie vor der Regelfall. In der Lohngerechtigkeitsfrage steht Deutschland richtig schlecht da. Die Teilzeit- und Elternfalle ist nach wie vor richtig perfekt aufgestellt. Das wissen Sie alles. Aber wir haben eben nicht nur ungleiche Verhältnisse. Wir haben auch diesen schärferen Gegenwind, auf den ich eingangs schon einging, der sich an den Grundlagen vergreift, der in Frage stellt, ob wir das überhaupt noch wollen dürfen, ob da nicht langsam, und ich komme gleich auf die typischen Gegenargumente, da nicht langsam irgendwie genug geschehen ist, ob es nicht reicht, ob das nicht ein bisschen 70s ist und passé, ob wir nicht wichtigere Themen haben, einer meiner Lieblinge, oder im Juristischen sehr beliebt, ob die Sachen nicht ein bisschen demokratisch, bürokratisch ausfallen und es deswegen zu mühsam wird und wir es deswegen lassen sollen. Sind das Fragen, die dem politischen Verhandeln überlassen werden sollten, wo man sich befugt mit guten Gründen streiten darf? Oder sind das Fragen, wo es eigentlich um Attacken auf die Basics geht und wo uns was genommen wird, wo wir mal irgendwann gesagt haben, als Gesellschaften, sogar als Weltgemeinschaft in den Vereinten Nationen, unter anderem mit der Frauenrechtskonvention, da gibt es kein Vertun, da geht nichts mehr. Das ist die Frage, die mich da umtreibt. Das ist auch die Frage, wo ich mir wirklich Sorgen mache. Beispiele. Deutsche Gerichte profilieren sich nach wie vor vielfach damit und auch die deutsche juristische Ausbildung, wenn man sich die Lehrbücher anguckt, die Frauenförderung für verfassungswidrig zu halten. In den juristischen Lehrbüchern werden da auch nicht sehr viele Sätze zugeschrieben. Dass damit die europäische Rechtsentwicklung, und Frau Redding wird darauf sicherlich noch ausführlicher eingehen, völlig ignoriert wird und Artikel 3 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes nach 1990 nochmal richtig dolle erkämpft, völlig ignoriert wird, scheint nicht so wahnsinnig dolle mehr zu irritieren. Das irritiert aber mich. Wir haben eine Strafrechtsreform, über die im Kern gesagt wird, das sei moralisierendes Moralunternehmertum. Moralunternehmertum. Das sei zu moralistisch. Worum geht es da? Dass man sexuelle Belästigung verbietet. Das ginge doch ein bisschen weit. Lassen Sie sich das auf der Zunge zergehen. Dass man sexuelle Belästigung verbietet, geht zu weit. Das ist übrigens eine Form der eher subtilen Gewalt. Gewaltverbot, da hatten wir uns auch mal drauf geeinigt, dass es so eine Art Gewaltmonopol des Staates gibt und deswegen Private eigentlich nicht und so weiter. Aber der Name ist natürlich tragisch. Belästigung klingt ja schon so harmlos. Also scheint man da zu weit zu gehen. Das beunruhigt mich. Bei der Lohngerechtigkeit haben wir in der Debatte um das Lohngerechtigkeitsgesetz gesehen, zu bürokratisch. Interessantes Argument, wenn es um Menschenrechte geht. Als die Mauer fiel und in den ost- und zentraleuropäischen Staaten der Rechtsstaat aufgebaut werden musste, gab es eine ernsthafte Diskussion darüber, wie teuer Gerichte sind und ob man die von Anfang an braucht. Das war the cost of the rule of law und das war law and economics applied. Das war für Menschenrechtler natürlich ein echtes Drama. Und für Leute, die wirklich verlässlich wirtschaften wollen, übrigens auch. Denn was die brauchen, ist eine funktionierende Struktur des rule of law, weil man sonst keine belastbaren Verträge machen kann. Aber das muss man dann immer erklären. Aber sowas beunruhigt mich mit dem zu bürokratisch. Weiteres Beispiel, Inklusionspolitik. Hat sich die deutsche Bundesregierung auch in den europäischen Debatten über die Richtlinien zum Schutz von Behinderten vor Diskriminierung nicht unbedingt immer hervorgetan, denn aus Deutschland wohlgemerkt, einem durchaus wohlhabenden Staat, hieß es sehr, sehr oft, korrigieren mich, wenn es falsch ist, das sei sehr teuer. Und Inklusionspflichten, also barrierefreies Bauen, nachhaltiges Design, die Umstellung unserer Umwelt auf Menschen, die sehr unterschiedlich sind, das sei zu teuer. Es gibt aber eine Verabredung schon sehr lange, 1994 im Grundgesetz nochmal betont, dass man Behinderte nicht diskriminieren darf. Ja, das ist dann auch manchmal teuer, aber es ist teuer, weil unsere Normalität davon ausging, dass da alle irgendwie mit können und wir die anderen einfach dachten, na, die sehen wir ja nicht so. Und solche Debatten um das Infragestellen von für mich Basics, nämlich dem Zugang von Menschen zum öffentlichen Raum, das irritiert mich. Gleiche Rechte für Minderheiten, das geht zu weit, es reicht doch jetzt, warum so offensiv, brauchen sie wirklich so viel? Das sind Debatten, die beunruhigen mich da. Und ich glaube, da stellt sich immer wieder die Frage, da sind auch Attacken auf die Basics drin, auf die wir uns mal geeinigt haben. Und wir brauchen eine Antwort, Sie brauchen eine Antwort in Ihrer Arbeit und Berichterstattung. Ich brauche eine Antwort in der Unterscheidung zwischen verfassungsrechtlichem Zwang und politischer Option. Was ist da zwingend verpflichtend basal und was kann politisch diskutiert und auch unterschiedlich
entschieden werden. Mir fiel das übrigens durchaus auch auf in der Durchsicht von Medienberichterstattung zum Thema Gleichstellung in den letzten Monaten und Jahren und einigen Studien und auch im Titel dieser Tagung. Frauenrechte. Da denke ich schon lange drüber nach. Wenn Sie Frauenrechte hören, wo fehlen die? Viele denken, Sie natürlich nicht, aber viele denken an das Fahrverbot in Saudi-Arabien. Das ist schwierig. Und Frauenrechte tut ein Doppeltes. Zum einen ist es ein Menschenrechtsbegriff geworden, der es externalisiert und damit uns vor Kritik immunisiert. Wir sind nämlich dann die Guten, die schon alles geschafft haben und die haben noch ein Problem und da muss man wirklich was tun. Schwierig. Zum zweiten ist es ein Ausdruck von Gruppismus, also fast alle Frauen homogen in eine Gruppe, was selbstverständlich eine Herausforderung darstellt. Drittens ist es irgendwie die Sondernummer. Schwierig. Ich benutze den Begriff. Das ist nicht mein Punkt. Mein Punkt ist nur, wir werden bei verschärftem und kühlerem Gegenwind sehr viel intensiver als in den letzten Jahren darüber nachdenken müssen, wann wir das sagen, zu wem wir das sagen und was wir damit tun. Weil die Dinge sind nicht mehr akzeptiert und durchsetzbar, wenn sie es denn je waren, sondern werden doch sehr stark in Frage gestellt. Wenn es Berichterstattung gibt, historisch völlig korrekt, dass es in den 70er Jahren irgendwie andere Forderungen gab, der Frauenbewegung, die radikaler ausfielen und so weiter und so weiter. Und das auch sehr ideologisch war damals. Kann man das im Moment guten Gewissens machen? Oder bedient man damit nicht die, die sagen, Feminismus per se ist doch 70s und out und ideologisch und verbohrt und partikular? Wenn man über die Frauen und die Männer redet und schreibt und berichtet und filmt und so weiter und so weiter, tut man sich dann im Moment einen Gefallen oder vereinheitlicht man da ein Stück weit, bedient doch Stereotype, perpetuiert ein Problem, was wir eigentlich lösen wollen? In der feministischen Rechtswissenschaft ist das das Dilemma der Differenz, was da auftaucht, in der Kritik etwas benennen, was man damit aber auch wiederholt. Sie kennen diese Diskussion wahrscheinlich sehr viel besser als ich, was Wortpolitiken angeht, weil die Änderung des Pressekodex sie ja im Hinblick auf die rassistische Stereotypisierung und Essentialisierung auffordert, da nochmal ganz anders als vielleicht früher mit umzugehen. Also geschärfte Aufmerksamkeit ist meines Erachtens auch in der eigenen Arbeit gefragt. Und das gilt gerade auch in der EU übrigens. Die Rede von ja nicht nur Frauenrechten irgendwo und ideologischen Forderungen, sondern auch von sowas wie dem Bürokratiemonster aus Brüssel, was uns Gleichstellungsregeln aufdrücken würde, die eigentlich aus den USA kommen, aber hier nicht gewollt sind. Das sind so etwa Originalzitate aus der Berichterstattung zur Verabschiedung des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes, tun niemandem Gefallen. Aktueller Berichterstattung über Sozialtourismus hat mehr oder minder unverhohlen rassistische Untertöne, fast immer. Da haben wir, glaube ich, alle sehr, sehr viel zu tun, das immer wieder aufzudecken und dem entgegenzutreten. Ähnlich, die Luxemburger Richter schlagen zu. Oder Karlsruhe hat mal wieder. Wenn Sie das nächste Mal schreiben wollen, denken Sie auch einmal kurz darüber nach, was das macht für die Wahrnehmung von Rechtsstaatlichkeit und funktionierender Gewaltenverteilung, in der Gerichte bestimmte Aufgaben haben und vieles tun. Aber zuschlagen? Honestly, mögen wir auch gar nicht. Also da muss immer wieder erklärt und argumentiert werden. Und damit komme ich zum letzten Punkt, Pressefreiheit. Wie hängt das jetzt damit zusammen? Ich habe gesagt, dass das, was Sie tun, zwingend und dringend benötigt wird, um uns zu informieren, zu positionieren, fit zu machen, gerade auch in den Argumenten gegen das Scheitern, gegen die Erosion, gegen die Angriffe auf die Basics. Dafür braucht es Presse und Pressefreiheit. Pressefreiheit und Gleichberechtigung und die Sorgen um das Gebälk hängen meines Erachtens zwingend miteinander zusammen. Und das sehen wir, ich habe mit Frau Redding gerade im Vorfeld das sozusagen bereits sofort am Wickel gehabt, das sehen wir unter anderem in den Staaten, wo die Entwicklungen besonders besorgniserregend sind. Aber nochmal, das ist nicht ganz woanders, das ist auch Teil unseres großen gemeinsamen Ganzen. Nämlich einem Land wie Ungarn, nämlich einem Land wie Polen, nämlich natürlich einem Land wie der Türkei. Was sind die beiden ersten Institutionen, um die es geht, um das große Versprechen nach 45 nicht mehr wahr werden zu lassen? Medien und Gerichte. Wenn man den Rechtsschutz aushöhlt, gibt es natürlich auch keine Pressefreiheit mehr und auch keine gesicherte Gleichberechtigung. Und je nach Temperament kann man das irgendwie
ernüchternd oder erschütternd oder unerträglich oder ärgerlich finden, meines Erachtens ist es wichtig, das zu benennen als Fundamentalangriff auf all das, worauf wir uns eben nach 1945 und dann immer wieder nach 1990 geeinigt haben. Die Freiheit der Medien im großen Europa, zu dem eben dann auch die Türkei gehört, aber auch in der kleineren, in dem Sinne kleineren EU, zu der die anderen Staaten gehören, ist in Gefahr, ist unter Druck. Und sie kommt mittelbar unter Druck, wenn der Rechtsstaat nicht mehr funktioniert. Denn ohne den begleitenden Rechtsschutz gibt es, und das ist die einzige Referenz auf den ursprünglichen Titel, das Recht, anders zu denken, anders zu berichten, anders zu informieren, nicht. Insofern ein sehr enger Zusammenhang zwischen Pressefreiheit, dem demokratischen Verfassungsstaat und all dem, was beide für die Gleichberechtigung tun können. Das heißt, dass aus meiner Perspektive es doch deutlich ansteht, dem entgegenzutreten, was wir an unreflektierter Rhetorik in dem Feld haben, was wir an Infragestellung dieser Grundlagen vor uns sehen und da, wo der Rechtsstaat erodiert, zu erkennen, dass damit auch die Medienfreiheit und auch die Gleichberechtigung erodieren. Das ist ein Plädoyer pro domo, ja. Ich bin Juristin und Richterin. Aber es ist auch der Versuch, eine Aufmerksamkeit für dieses langweilige, sperrige, formalistisch klingende, irgendwie auch autoritär strukturierte Teilelement dessen zu schärfen, was den demokratischen Verfassungsstaat und die Europäische Union ausmacht. Nämlich funktionierende Rechtsstaatlichkeit als Sicherung dessen, was Gleichberechtigung, Pressefreiheit und die anderen Dinge sind, die uns wirklich etwas wert sind. Ich muss das im Gericht, Sie müssen das in Ihren Redaktionen oder wo immer Sie gerade tätig sind, jede eben an Ihrem Ort. Ich wünsche Ihnen jedenfalls viel Erfolg dabei. Vielen Dank. Applaus